Herzlich willkommen in Lindau Reutin zu einem neuen Video. Ich habe mich heute mal auf den Weg gemacht, um mal den seit gut 9 Monaten existierenden Bahnhof Lindau Reutin zu besuchen und im Anschluss nochmal nach Lindau Insel zu schauen, was sich da alles so verändert hat. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Zuerst haben wir jetzt den ETR 610 Astoro gehabt und jetzt nehme ich euch gleich die Ausfahrt auf von dem Zug, mit dem ich aus Augsburg hier angekommen bin. Ja, da hat sich noch die ÖBB jetzt erst dazwischen gemurmelt. Achtung Zugbetrieb, halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Heute vom Gleis 23, direkt gegenüber. Der ICE 99 Zürich-München. So, nachdem sich der 612 jetzt wieder auf dem Rückweg nach Augsburg macht, werde ich mir mal den Bahnhof genauer anschauen. Bahnsteig 22, 23 und 24. Tür öffnet. Ausfahrt S1 nach Bludenz. So, jetzt zeige ich euch nochmal einen kurzen Rundblick hier über das Bahnhofsgebiet. Und ich muss euch ehrlich sagen, für mich hat der Bahnhof eher einen Standard eines ganz normalen S-Bahn-Bahnhofs, aber nicht eines Fernbahnhofes. Hier gibt es kein Betriebspersonal von der DB, gar nichts. Der absolut minimalste Standard. Jetzt werde ich nachher auch demnächst meinen Standpunkt verlegen nach Lindau Insel.
mit dem 612, der jetzt gerade hier einfährt auf Gleis 24. Aber zuvor nehmen wir noch mal einen Astoro auf. Aber erstmal haben wir jetzt noch ein bisschen Regionalverkehr. Dem einfahrenden und jetzt da ganz hinten ausfahrenden Zug war gut zu erkennen, wie die österreichische Dreispitzenbeleuchtung auf die deutsche umgeschaltet wurde. In Österreich wird mit voller Beleuchtung gefahren, den ganzen Tag über auch. Einfahrt des Astoros nach München. ETR 610.
Einfahrt in den Bahnhof Lindau-Insel. Am Stellwerk stand noch Lindau Hauptbahnhof. Richtung rechts. Exit to the right. Ausfahrt des 612 Richtung Augsburg. Ausfahrt der 612er Doppeltraktion Richtung Lindau-Reutin. Bereitstellung einer Dosto-Garnitur auf Gleis 4. Der nächste Dosto von Ulm geht in die Abstellung, nachdem der andere ja soeben den Bahnhof verlassen hat.
gut, euer Andreas Mell. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber wir kommen jetzt in Oberstaufen an. Ausstiege sind Fahrtrichtung links. Thank you.
meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Regionalexpress 7 nach Augsburg Hauptbahnhof über Kaufbeuren und Buchloe. Zug und Lokteam von DB Regio Bayern wünscht eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, beachten Sie, dass wir aktuell den Kempten Hauptbahnhof mit einer Verspätung von knapp 8 Minuten verlassen. Grund dafür war ein stehen liegen gebliebener Zug auf der Strecke zwischen Stadt und Oberstdorf. Bitte achten Sie desto trotz auf die Verpflichtung zu tragen einer roten Nasenbedeckung und FFP2. Spiel auf dem Bahnsteig und die Bahnhofsgebäude. Der nächste Halt Kaufbeuren und Kaufbeuren hat den Anschluss für Möglichkeit nach. Ankunftsfeld ist heute voraussichtlich um 17.39 Uhr. Sie haben noch Anschluss an den Regionalexpress nach München mit planmäßiger Abfahrt 17.39 Uhr, heute voraussichtlich um 17.53 Uhr von Gleis 8. An die BRB nach Weilheim um 17.51 Uhr von Gleis 9 Süd und an den ICE nach Hamburg über Stuttgart um 17.59 Uhr von Gleis 1. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecheransagen am Bahnsteig. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio Bayern auf Wiedersehen.